Ah, meine Herren, das haben wir auch. Ja, und ab in den nächsten Kurs, würde ich sagen. Ne? Uns fehlen noch 31 Sterne. Wir könnten jederzeit zu Bowser jetzt, so ist es nicht. Machen wir aber natürlich noch nicht, ne? So, das hier ist das nächste Bild, ne? Ganz unscheinbar und klein, aber hat es in sich. Da muss ich einmal kurz einen Schluck trinken. Fliegenpilz-Fiasko heißt der Kurs. Und unsere erste Aufgabe ist, den Berg zu erklimmen. Wir könnten es uns ein bisschen einfacher machen mit einem kleinen Trick, den es da hinten versteckt gibt. Aber wir rennen erstmal voll in Goomba rein und lassen uns da ordentlich prängeln von. Ja, machen wir gerne. Ja, wir gehen erstmal den normalen Weg, würde ich sagen. Ich möchte ihn einmal zeigen. Da unten konntet ihr gerade mit einem flotten Auge, glaube ich, eine Kanone entdecken. Die ist uns aber erstmal scheißegal jetzt. Oh, ich muss unbedingt überlegen, wo der Buddy ist. Wo ist denn der? Der ist zwingend notwendig. Ich muss den finden. Ach genau, ah, ich weiß wo. Ha, mache ich jetzt gleich, bevor ich es vergesse. Hier ist er nämlich. Haha, hallo Buddy. So, damit ist die Kanone aktiviert. Ich weiß noch, bei meinem Probedurchlauf hierfür, da stand ich da und dachte, ja scheiße, was mache ich jetzt mit der Kanone, ne? Wo finde ich den Dingens? Ich war doch überall. Aber eben hier nicht. Hier war ich nicht, das hatte ich... Ey, was ist denn das hier für eine verfickte Affenscheiße? Ja, und du hau ganz ab. Ach ey, weißt du was, das ist mir zu doof. Ich spring runter und zeige euch jetzt den coolen Trick, so. Dann geht's nämlich hier hinten lang. Holt man sich ein Leben. Und gleichzeitig wird man hier durch einen Wind an sich nur gerettet vom Runterfallen. Aber wir benutzen das jetzt einfach mal, um hier hochzukommen. Da ist ein Affe, wenn man den... Das zeige ich jetzt mal. Ich klaue den, ich greife den und er klaut uns unsere Mütze. Und jetzt müssen wir ihn uns wiederholen. Ja, ihr seht, die Gegner werden dadurch wesentlich stärker, beziehungsweise wir haben einfach keine Verteidigungskräfte mehr. Oh, fuck! Your mother! Die Gefahr haben wir abgewandt und jetzt will ich meine Mütze wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Nein! Oh, fuck! Er ist so scheiße zu kriegen. Ich hätte es nicht zeigen sollen. Ich meine, es sieht ja ganz lustig und niedlich und süß aus, ne, aber... So. Jetzt haben wir sie wieder. Und das werde ich nicht nochmal machen. Eigentlich ist das hier ein Trick, denn es gibt eine Aufgabe. Ich glaube, da könnte man auch so zu dem Stern hin. Naja, wir machen es nachher mit Kanone, denke ich mal. So, hier gibt es zwei Wege. Ich nehme den oberen mit den Kanonenkugeln. Denn das sind wir ja schon gewohnt vom Bombenberg, ne? Mir fällt gerade eine lustige Anekdote zu diesem Level und mir ein. Ich hatte das Spiel zum Geburtstag bekommen mit dem N64, so. Und dann war ich bei diesem Level und wir sind in Urlaub gefahren dann. Das fand ich natürlich ziemlich scheiße. Weil ich das Level natürlich fertig machen wollte. Und als wir dann zurückgefahren sind, ich konnte die ganze Heimfahrt nur daran denken, dieses eine scheiß Level hier fertig zu machen. Weil irgendwas fand ich hier total mysteriös und cool, glaube ich, an irgendeiner Mission. Ich überlege, ja, wie mache ich das? Oder ich hatte vielleicht auch schon eine Idee. Da meine ich mich zu erinnern. Und ganz nebenher haben wir uns den Stern Nummer 90 geholt. Heilige Tortilla. Mis amigos, señores y señoritas. Hm? So. Seht mal, Mario hat... Koteletten! Erinnert ihr euch an die SpongeBob-Folge? Mit der Oma von SpongeBob war das, genau. Erkunde den Affenkäfig, unsere nächste Mission. Ja, hier ist die Gefahr groß, dass man diesen scheiß Affen da nimmt, ja. Denke ich mal. Ne, es ist eine ziemlich coole Folge. SpongeBob, ja, ist halt erst bei seiner Oma, ne? Und wird da ganz doll verwöhnt, wie Omas das halt so machen. Und, dann kommt er nachher an seinen Arbeitsplatz in die große Krabbe
Und in der großen Krabbe gibt er seiner Oma dann einen Kuss. Und wird dann von allen aus irgendeinem Grund ausgelacht. Ne? So. Und dann will er halt ganz cool und erwachsen sein. Und dann zieht er mit Patrick los, um sich, vor seiner Oma als Erwachsener aufzuspielen. Das ist so geil. Und dann holt er so ein kleines Kästchen raus und sagt, ja, die haben wir beide für einen ganz besonderen Moment aufgehoben. Und dann, macht dieses Kästchen auf und dann sind da Koteletten drin. Und dann sagen sie, Koteletten! Das ist so geil, wirklich. So, da ist der Affenkäfig. Und wie öffnen wir den? Ganz einfach, hier oben ist jetzt auch ein Affe. Der genauso scheiße zu fangen ist. Nein, doch nicht, es ging. Der sagt jetzt was, was ich jetzt leider nicht vorlesen kann. Wir mussten OK drücken. Das linke. Diese Musik ist richtig geil, ey. So, der öffnet uns jetzt den Affenkäfig. Wir müssen mit ihm reden, ne? Genau. So. Er öffnet. Wir müssen hinterher springen. Bisschen weiter da rechts, Mario. Bisschen weiter da rechts. Yo, hat geklappt. Nicer Fall. Perverf. Nein, ich meinte wirklich perverf. Das war jetzt zwar nicht perverf, sondern wirklich pervers, aber pervers kann auch perverf sein. So, nächste Mission. Finde die 8 roten Münzen. Auch hier wieder ganz einfach eigentlich. Die roten Münzen sind an 2 Orten, A4 Stück versteckt, und diese 2 Orte sind eigentlich auch direkt nebeneinander. So, da vorne sehen wir auch Nummer 1, diese kleine Pilze-Wachstumsschlucht. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen, ne? Die Pilze eben als Plattform missbrauchen und da eben immer darauf achten, hier, gerade bei dem, ne? Wow, ja, das war auch wieder knapp. So, sind die nächsten 8 roten Münzen, ganz einfach, die sind hier oben bei den Monty-Maulwürfen. Diesen kleinen, scheiß dummen Bastarden. So, hier runter, genau. Wow, fuck my motherfucking ballsack. Ey, Kollegen. Genau, hierauf. Haben wir schon mal 6. Jetzt hier. Und, nein, da nicht. Und hier rauf. Und darauf. Und, oder auch nicht. Und, nein, so will ich das nicht haben. Und hier ist die letzte. Da unten ist jetzt der Stern. Ich könnte jetzt rein theoretisch natürlich von hier aus einfach todesmutig dahin springen. Aber das mache ich nicht. Ich gehe lieber von ganz unten. Dann, ey, jetzt leck mich. So. So ist es mir dann doch sicherer. Oh, da sind gerade Flaschen umgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich habe hier 1000 Getränkeflaschen auf dem Schreibtisch. Der ist überladen damit. So, kurz was getrunken. Muss sein, wenn man fast durchgehend labert. Ne? Ich überlege gerade, Let's Player könnten übrigens die neuen Politiker werden. Erforsche die Steilwand. Ich meine, von dem imaginären Publikum haben sie schon geredet. Erforsche die Steilwand, lasst mich überlegen. Doch, ich weiß, was es ist, genau. Das ist jetzt keine Mountain-Climbing-Aktion, im Gegenteil. Es ist eine neue Rutschpartie. Hey! Wie eben auch auf dem Böberberg Bob und auf der Rutschbahn von der Prinzessin Peach. Oh, fuck mich doch ab. Ey, ich werd wahnsinnig. Oh. So, jetzt aber. Ich glaube, das ist die Wand, wo man sich durchglitschen kann, hinter das Level irgendwie. Aber ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Das sollen Leute machen, die sich mit Glitches und sowas auskennen und denen das richtig viel Spaß macht. Ich hatte übrigens bei Assassin's Creed Brotherhood, weil ich mal ein paar Stunden am Stück gespielt habe. Ich glaube 3 oder so. Ey, das ist jetzt doch nicht wahr hier, an der gleichen Stelle. Die gleiche Stelle. Ich weiß gar nicht, ob es an der PlayStation 3 Version liegt, ob meine Disc einfach kaputt ist oder ob die PlayStation irgendwie nicht mehr wollte auf einmal. Jedenfalls wurde das Spiel auf einmal so ein bisschen buggy, ne? Es hat alles nicht mehr so richtig funktioniert. Und wir kamen schließlich dahin, beziehungsweise ich kam dahin. Nein, 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 nein
Boah, ich dachte schon, ich wäre jetzt... Fuck! Ey. Hallo. Das kann doch nicht sein. Ich habe den Sprung vorher 20 Trilliarden Mal geschafft. Aber jetzt. Auf einmal. Das ist nicht mal... Okay, das ist ab jetzt die größte Herausforderung dieses Levels. Dieser eine scheiß dumme Sprung. So. Ohne viel Tamtam. Wo war ich? Assassin's Creed Brotherhood. Genau. Und dann wollte ich ein Attentat vom Pferd aus machen auf zwei Wachen, die mich angegriffen haben. So, komm her jetzt hier. Zack, 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 zack. Und rüber. Ja, geschafft. Gut. Und dabei blieb alt, nee, nicht alter, eher von wegen Ezio, in der Luft hängen, auf einmal, und flog immer höher, über den Vatikan, ne, flog er immer höher, boah, ich dachte, ich fahr jetzt runter, so, auf diese Wolke aufpassen, die höchstens runter, ne, er flog immer weiter, einfach immer höher, irgendwann habe ich ausgemacht, das war aber lustig, so, hier, aha, 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 meine Herren, was haben wir hier, ne? Ein geheimes Level und los geht's. Ja, hier geht's, wie ihr seht, nicht um Zeit oder sowas. Hier ist völlig egal, es gibt hier auch keinen Gegner. Hier geht's einzig darum, nachher die 100 Münzen zu sammeln. Was, wie ihr seht, auch ziemlich gut geht. Wir haben jetzt schon 36 Münzen. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Dann kann ich mir gleich runterstürzen, ist egal. Gut, also wir merken, lieber auf dem Popöter rutschen, ne? Um da auch vernünftig springen zu können. So. Nochmal das Ganze und ich meine, wir starten jetzt da im Level. Ja, genau, sehr gut. Ey, ich wäre auch sonst ausgerastet jetzt. Also gut. Erstmal hier schön mittig. Jetzt können wir mal genau gucken, wie viele Münzen kann man hier bekommen. Mal ein bisschen mitzählen. Okay, 5, 6. Sind wir uns bisher entgangen? 7. Also 61 Münzen kann man sich hier holen. Und das Geile ist, man wird jetzt direkt zum Level-Eingang geportet. Insofern... Ja, sollte man das hier doch als erstes machen. Moment, ich muss das Headset einmal kurz wieder ausrichten. Moment. So, ich hoffe, jetzt hält es ein bisschen besser. Jetzt hoffe ich aber auch, dass ihr meine Stimme eben vernünftig gehört habt. Ja, heute rutscht es irgendwie immer so ein bisschen runter. Ach, ich habe auch den Arm um das Kabel gelegt. So, halte Ausschau auf der Brücke. Was heißt das für uns? Zeige ich euch gleich. Ja, ich denke mal, jetzt hält das jetzt wieder einigermaßen. Mit solchen Dingern habe ich immer Probleme, auch so mit Kopfhörer mit Bügel und sowas. Ey, ich... Auch Mützen. Ich trage nie Mützen, weil mir nichts wirklich passt da. Irgendwie fällt das alles immer runter und rutscht und so weiter. Es sitzt einfach nichts fest. Manchmal, wenn es eng genug ist, dann ist es nachher sogar zu klein, ne? Dann passt nicht richtig auf den Kopf. Wenn es dann, wenn ich dann nochmal größer kaufe, dann rutscht alles runter. Ey. Ich habe einfach keinen Hutkopf. Das heißt, wenn ich alt bin, werde ich sterben. Weil, also ich werde natürlich sterben irgendwann. Das freut euch auch alle, ich weiß, nicht wahr? Aber, ja, ich werde daran sterben, dass mein Kopf kalt wird. Hundertprozentig. In irgendeinem Winter wird das sein. Oder auch sonst schon, wenn ich dann nachher richtig empfindlich werde gegen Kälte. Als alter Mann. So, jetzt muss ich einmal überlegen, wie komme ich hier am besten rüber. So, nein! Fuck it! Okay, einfach mit einem normalen... Obwohl, warte. Schräg von der Seite, natürlich. Schräg von der Seite ist die ideale Lösung. So, pass auf.
Einfach so, ey. So. Lass ich mich hier nicht verarschen von so einem Game. Meine Herren. Und weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. In diesem Biest dann vorbei. Wieder hier rüber, ne? Ne, den Stern mag ich auch nicht so sehr. Ich meine, eigentlich finde ich dieses Level total cool, wirklich. Das ist extrem geil gemacht, finde ich. Und, so, jetzt muss ich überlegen. Von da drüben, meine ich. Jetzt hier. Bringt nichts. Ah, Mann. Jetzt verzweifle ich doch nicht daran, oder? Da gab es ja eben nicht... Ich überlege, ich weiß, es gibt theoretisch eine andere Möglichkeit. Werde ich hier auch mal ausprobieren. Ah, ich habe den Sprung aber auch schon mal geschafft, ey. Es ist doch nicht wahr. Mann, Mann, Mann. Dam, dam, dam. Da, da, da. Von hier aus... Nee. Zu gefährlich. So, wow. Das war auch gut. Einfach so hoch, zack. Keine Lust. Mal von hier versuchen. Nein, 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 nein! Na, fast. Der ist einfach so doof platziert, finde ich. Man kann da kaum hin. Wirklich. Man kann da kaum hin. Okay, also weiter. Ich habe mir übrigens den Dolphin-Emulator runtergeladen. Insofern könnte ich es vielleicht doch schaffen, so... Ne, so ein paar Games mal zu zeigen. Die ich noch zeigen wollte. Unbedingt. Ja. Ich muss mich da noch ein bisschen mit auseinandersetzen, ne, und mit den ISO-Dateien und wie man da mit CD auch drauf zocken kann. Aber ansonsten, ne. An sich. Würde ich sagen, das könnte durchaus funktionieren. Mit mir und dem Delfin. Warte mal. Ja! Ja! Also ich habe gerade wirklich so ein Gefühl von geschafft. Worauf ich erstmal wieder einen Schluck getrunken habe, ne? So. Weiter geht's mit der Mission. Warte, das war jetzt schon die fünfte, ne? Ja, dann ja, such den einsamen Pilz. Das ist der da hinten mit dem Stern drauf. Also ganz einfach zu finden. Der hier ist zwar auch ein bisschen einsam, aber der interessiert uns gar nicht. Der da ist noch viel, viel einsamer. Jo. Und zwar müssen wir dafür einmal, lasst mich überlegen, genau, auf einen von diesen kleinen unscheinbaren Pilzen hier. Der ist es nicht, das ist der hier. So. Und sind jetzt hier. In dem Bereich mit der Kanone. Ja, man. Eigentlich soll man sich hier wirklich an der Wand so entlang, ne? Aber man kann auch einfach lang rennen. Das ist das Geile. Das wird jetzt ein gefährlicher Schuss. Unser Golden Shot sozusagen. Ja, mal schauen. Wir müssen ja irgendwie auf den Pilz kommen gleichzeitig. Und perfekt. Meine Güte. Ne, wir müssen uns gar keine Sorgen um sowas machen. Ich habe nicht mal eine Münze eingesammelt. Herrlich. Auch selten. So, apropos Münzen. Wir müssen noch 100 Münzen sammeln. Das machen wir jetzt auch einfach mal, würde ich sagen. So, letzte Mission auswählen. Und auf geht's mit den jungen Pferden. Ne? Ich lasse hier erstmal alle Münzen außen vor. Und versuche erstmal möglichst viel da oben in dem... Dingens zu sammeln. Ansonsten hole ich mir jetzt noch keine einzige Münze, wenn ich es vermeiden kann. Hier ist es zum Beispiel gerade ein bisschen schwer. Ja, eine habe ich geholt. Aber gut, ne? Ach, mit dem sehe ich auch schon mal, weil der mich sonst nur nerven wird. Ey, die Münzen will ich aber haben, mein Kollege hier, ne? So. Ja, nicht, dass das auf einmal weg ist. Da muss man schon mal auch auf den Tisch schauen und sagen, so, Titten auf den Tisch. Ich will aber... So, gleich gehen wir auch mal den anderen Weg, versprochen.
Versprochen. Ist aber an sich nur der Weg dazu, den Monkey-Maulwürfen. Zu den roten Münzen und so. Also eigentlich ist der gar nicht so toll. Ist auch... dauert auch länger. Ist langsam, weil da auch so viel Gestrüpp auf dem Boden ist, dass Mario verlangsamt. Ja. Und gleich kommen wir übrigens in eine Mikro- und Makro-Welt, ja. Wem diese Begriffe jetzt nicht geläufig sind, der wird dann sehen, was ich meine. Oder dem sage ich, es wird eine Mini- und Maxi-Welt. So. Den haben wir auch noch bekommen, sehr gut. Und den natürlich auch. Meine Güte, wir sind aber flott heute. Na gut, eine haben wir nicht bekommen, das kann uns aber auch scheißegal sein. Also diese eine Münze wird uns jetzt nicht den 100 Münzen Stern vorenthalten. Okay, das war die zweite. Jetzt können wir aufhören. Komplett. Das hat keinen Sinn mehr. Das ganze Leben. Das hier ist wirklich... also eigentlich ist das auch einfach. Ich weiß nicht. Beim letzten Mal durchspielen hatte ich hier so viele Probleme. Wirklich. Ich bin andauernd an dieser einen Kreuzung da, wo ich vorhin das eine und einzige Mal bei diesem Durchgang hier gestorben bin. Da hatte ich nur... ey, ich bin nur gestorben. Immer und immer wieder. Ich habe hier so viele Leben gelassen. Ich weiß auch nicht, warum jetzt nicht mehr? Weil ich nebenher rede und mich so unbewusst immer nur so halb auf alles hier konzentriere und... keine Ahnung. Keine Ahnung, meine Freunde. Keine Ahnung. Wow, nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon, der dreht jetzt um. So, hier schön in die Ecke rein, ne? Damit nichts die Klippe runterstürzt. Ja, und ihr seht jetzt 16 Münzen noch durch die roten Münzen und, also wer hier die 100 Münzen nicht findet, ne? Der hat es nicht verdient, dieses Game zu zocken. Wirklich, der sollte einfach aufhören. Mit... wow! Jetzt wäre ich beinahe gestorben. Das wäre unschön. Na? Nicht, dass ich hier noch runterfalle. Nicht, dass ich hier noch runterfalle, meine... gutesten. So, und hier rüber. Wow, 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 okay. Da wird mir doch immer so ein bisschen Angst und Bange, muss ich sagen. So, genau, den auch. Hier hoch. Und hier hoch. So. Ja, mein Gott, ja, also das hier da unten ist der... das hier ist sozusagen der andere Weg, ne? Da muss man hier so ein bisschen rüberspringen. Nichts Besonderes. Hier ist ein Bob-Omb. Stirb, Bob-Omb. Zack. Also im Englischen heißen die ja Bob-Omb. Vielleicht soll es auch Bob-Omb heißen. Keine Ahnung. Probier mal darüber. So, komm, hat nicht geklappt. Egal, gehen wir da lang. Mann, 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 das dauert jetzt ja auch noch für 3 Münzen. Meine Güte. Ich hätte eigentlich einfach hochgehen können. Ich wollte ja so ein bisschen diesen Weg da zeigen. Und ach, jetzt kann ich auch gleich hier hoch, dachte ich dann. Ey, komm, dich töte ich jetzt aber. Dich töte ich aber. Einfach so, weil du scheiße bist. Und rein theoretisch auch total nervig sein kannst. Ja, und das haben wir damit auch geschafft, nicht? Meine Güte, wir kommen hier voran. Ich brauche unbedingt wieder was zu trinken. Ich habe auch Hunger, wie scheiße. Eigentlich. Aber irgendwie